Leute, heute gibt es ein Unboxing. Das habt ihr noch nicht gesehen. Das hier ist ein Zelt. Aber nicht nur ein Zelt, sondern ein ganz besonderes. Wartet mal. Überwurf. Aber erst das Zelt. Extreme. TXS 2-Mann. Die Wortkombination aus Extreme und 2-Mann macht mir Sorgen. Man kann es auch nur zu zweit tragen. Das steht schon mal fest. Oh, guck mal, da ist drauf. Kann man es sehen? Da ein Riesenzelt. Es wiegt 18,5 Kilo. Komisch, Karpfen der Größe kommt mir viel leichter vor. 5000er Wassersäule, taped seams, also vertapte Nähte. In 5 Minuten soll das aufgebaut sein. 1,80 Meter Höhe. So ungefähr. 3 Meter breit, 2,80 Meter tief. Oder 3 Meter tief, 2,80 Meter breit, ist eh fast das gleiche. Insect Mesh und Fast Ventilation. Ich bin gespannt. Na, warst du auch eine Nacht draußen? Ich auch. Schöne robuste Tasche mit fetten Reißverschluss. Ich glaube jetzt schon, dass ich das nie wieder in diese Tasche reinbekomme. Ich kenne das Spiel, denn es sitzt wirklich press. Bodenplane, Zelt. Innenzelt, Bodenplane, Zelt. Bodenplane lassen wir mal weg. Wir angeln heute zwar nicht, aber Boden ist hier nicht gern gesehen. Ich bin gespannt. Habe ich schon gesagt, aber ich bin wirklich gespannt. Ich habe noch nie so ein Riesenzelt aufgebaut. Ich bin aufgeregt. Ganz viele Stangen. Heringe. Oh. Kannst du mir mal kurz helfen kommen? So. 5 Minuten Aufbauzeit. Ich bin schon bei 16. Bestimmt Übungssache. Man kann das noch schöner aufbauen. Allerdings braucht man dafür entweder einen großen Hammer oder einen Boden, in den Heringe reingehen. Die sind mitgeliefert. Jede Menge, kein Problem. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt da drin aussieht in der Höhle. Tür ginge ringsum auf. Kann man auch ganz rausmachen. Die Front kann man zur Seite wegklappen, mache ich mal. Richtig dicke, stabile Reißverschlüsse. Super cool. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. So, wir haben in dieser Tür auch noch mal eine Moskitofront. Also ihr könnt es euch vorstellen, ich muss das jetzt nicht extra zeigen. Ihr könnt die Tür mit noch mal einem kleineren Reißverschluss hier aufzippen. Mit dem zippt ihr das auf. Und dann habt ihr hier Moskitofront. Ja. Auch hier an den Seiten Moskitofront. Oder Klarsicht. Mega cool, wenn ihr die Front hier komplett aufmacht. Habt ihr einen fetten Ausblick auf den See, das ist geil. Ich roll's aber mal hoch für den Innenraum. Man kann das sicherlich alles noch viel schöner machen, aber es geht hier rein um die Funktionsweise und die Features des Zelts. Wenn ich das hier richtig schön mache, dann haben wir eine halbe Stunde Zeltvideo. Will keiner sehen, wir fassen uns kurz. Ich hab mich ein bisschen aus dem Bild bewegt. Puh.
schon geil. Ich mach mal die Seitendinger auf. Die Seitendinger sind ja Ventilationsklappen. Um nicht ganz die Fachterminologie zu verlieren, trotz Ermüdungserscheinungen vom Aufbauen. Aber uns dürfte allen klar sein, dass dieses Zelt sowieso nichts ist für jemanden, der kurz mal rausgeht. Oder alleine. Vielleicht braucht jemand so ein Zelt, aber wenn er alleine so ein Zelt braucht, dann wird er auf keinen Fall kurz bleiben. Hammer. Also ich kann hier komplett drinnen stehen. Kopffreiheit. Ich sehe die Kamera, also sieht die Kamera mich. Ich denke, das geht. Ich stehe komplett gerade in diesem Zelt. Also ich kann ja eigentlich sogar im Eingangsbereich komplett gerade stehen. 1,80 Meter Stehhöhe da drin. Habe ich noch ein bisschen mehr Kopffreiheit sogar. Ja, schon eine tolle Sache. Also wie eben schon gesagt, ich kann hier wirklich komplett drinnen stehen. Ich denke, wenn die Zeltkabine eingehangen ist, dann wird es hier noch ein bisschen runterkommen. Selbst dann könnte ich hier noch stehen. Ist natürlich mega komfortabel, um sich irgendwie umzuziehen oder ein bisschen Gymnastik zu machen. Geht auch, wenn man länger im Wasser ist. Ansonsten haben wir hier überall richtig geile Ventilationsklappen. Die sind tatsächlich rings ums ganze Zelt herum, die Dinger. Heißt, hier ventiliert es wie verrückt. Geiles Zelt auch für den Sommer natürlich. Dementsprechend klasse Sache. Ja, und wenn es regnet, dann macht ihr hier einfach zu. Wie schon vorhin gesagt, ist auch vorne Ventilationsgedöns. Und mit Heringen könnt ihr das hier noch ein bisschen bis hier vorne abspannen. Das heißt, damit gewinnt ihr ungefähr nochmal so 80, 90 Zentimeter nach vorne. Dann ist das bis hier zu. Und das vorgesetzte Regendach ermöglicht es euch natürlich dann auch im Zelteingang, selbst bei Nieselwetter zu sitzen und die Aussicht zu genießen. Sollte es aus Strömen regnen, habt ihr hier drinne Klarsichtfolie. Ihr könnt das Zelt vorne komplett aufmachen, genießt immer noch den Ausblick nach draußen. Und wenn es eine laue, richtig warme Sommernacht ist und die Moskitos fressen euch auf, dann macht ihr noch zusätzliche vorne nur Ventilationsklappen hin. Und ja, die Luft zirkuliert, als würdet ihr draußen liegen. Ihr seid aber geschützt, könnt euch regensicher hier einrichten und eine coole Zeit verbringen. Routenbänder haben wir auch auf zwei Seiten. Wurde an vieles gedacht, macht einen ganz guten Eindruck, ganz ehrlich, für mich ist das nichts. Also mir fällt spontan keine Situation ein, in der ich das Zelt hier wirklich gebrauchen könnte. Aber ich bin auch sehr, sehr viel für Overnighter unterwegs oder stehe eigentlich für mobiles Angeln und Abenteuerangeln. Insofern ist das nicht so richtig kompatibel. Wenn ich allerdings zum Beispiel an Christopher denke, Familienvater, dann natürlich von Haus auf beim Angeln natürlich nicht mehr so mobil, wenn es in Familienurlaub ans Wasser geht. Oder aber auch Leute, die gerne an Paylake fahren und eine Woche oder sogar zwei an ein und dem gleichen Platz sitzen. Da wird die Sache schon interessanter. Für diesen Einsatzzweck ist das nicht zu verachten. Das Coole an dem Xtreme TX2 Dome ist, dass obwohl es sehr groß ist, es gar nicht so viel kostet. Bedeutet, für diejenigen unter euch, die ab und zu mal mit der Familie fahren oder mal an den Paylake oder mal zu zweit oder mal ein Gewässer, wo sich das lohnen könnte, wäre es definitiv eine Überlegung wert. Wie viel Platz hier drin ist, ist wirklich der Wahnsinn. Ein Riesenzelt. Ich muss euch aber ehrlich sagen, ich könnte natürlich jetzt noch das Innenzelt reinmachen und den Überwurf drüber werfen, aber das Video geht schon lange genug. Wir drehen schon seit 40 Minuten an diesem Unboxing und ehrlich gesagt ist es ganz schön stressig, weil man muss jetzt hier in dem Setting, wo nur ein Wetterschutz erlaubt ist, auch nicht so über die Stränge schlagen. Insofern, wir packen das Ding jetzt ein. Checkt mal die offiziellen Fotos von JRC. Die findet ihr bei uns in einem Produktrelease, also in der Produktnews auf capzilla.de. Da gibt es dann noch mehr Eindrücke vom Zelt. Vielen Dank fürs Verständnis.
Wer von euch hat Interesse an so einem Zelt hier und wofür? Sagt ihr mir bitte, für was für einen Einsatzzweck würdet ihr so ein Zelt benutzen? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Ich bin super duper gespannt, weil ich persönlich in meiner Angelei keinen wirklichen Einsatzzweck dafür finde. Würde mich gerne mal von euch inspirieren lassen. Einer von euch gewinnt dieses Zelt samt Überwurf. Mitmachen lohnt sich also. Wer in Zukunft kein Unboxing und kein Gewinnspiel mehr verpassen mag und natürlich viele weitere coole Videos, die schon bald kommen werden, der abonniert bitte und aktiviert die Glocke, so kriegt er auch eine Benachrichtigung. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Mitmachen und ich bin raus.